Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part haben wir uns Shiva geholt und machen jetzt auf jeden Fall weiter mit der Hauptstory. Oh, oder auch nicht. Was gibt's denn bei dir? Ist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Okay. Eines der Kinder patrouilliert an einem Rohr. Einer der Frechdachse wollte seinen Rundgang dort machen, wo sich viele Leute sammeln. Eines der Kinder behält leidenschaftlich gerne die Läden im Auge. Ein Kind verbringt gern Zeit mit den Herrschaften des Nachbarschaftsvereins. Am Stadttor könntet ihr vielleicht eins der Kinder finden. Alle Kinder haben selbst gebastelte Schwerter. Was meint ihr? Würdet ihr euch für mich auf die Suche machen? Ja, klar. Okay, da haben wir nochmal die Hinweise bekommen. Dann schauen wir mal nach. Die Läden zum Beispiel. Hier vorne war ja auch noch ein Laden, glaube ich, oder? Ja. Nee. Warte mal, hier ist auf jeden Fall. Oder bist du ein Kind? Nee. Bist du nicht. Und da sammeln sich viele Leute, das garantiert dann auch ein Kind. Ah, da hinten ist auf jeden Fall jemand. Na? Ah, habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Tja, da ist es ihm wieder eingefallen. Das war dann wohl der, ich weiß nicht, entweder von der Menschensammlung oder vom Laden. Aber ich denke mal eher Laden, da vorne ist ja das nächste Kind schon. Deswegen. Hallo. Na du, wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Oh je. Okay, bleiben noch 3. Hä? So. Das war das. Chatley, gehörst du auch dazu? Nee. Der Direktor sollte im Fernsehen eine Ansprache halten. Stadttour wurde ja gesagt noch. Ach, siehst du mal. Hi. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Da
Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Na, sowas. Ach, da vorne ist nur noch jemand in der Quest anscheinend. Was willst du? Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Hm. Sei bloß vorsichtig. Okay. Welche Seitengasse? Weil ich meine, das hier ist ja keine Seitengasse. Oder warte mal, hier vorne ging es noch weiter, ne? Irgendwie gab es doch auch eine Karte. Ja, diese Karte meinte ich aber nicht. Warte mal. Ich hab doch irgendwie eine große Karte gekriegt. Das war falsch. War das dann diese Karte hingegen? Nee, das war es nicht. Hier ging dann nochmal die große Karte. Verdammt. Ich bereue den Umzug zwar nicht, aber wahrscheinlich ist das hier mit den Dingern. Obwohl, nee. Hi. Das ist eine gute Waffe. Danke. Aber hier laufe ich doch eher, glaube ich, dann zurück. Auf jeden Fall wird mir das für die Quest aber angezeigt, wo ich mich näher drauf zu bewege und wo ich weiter weggehe. Ich habe meine gesamten Ersparnisse auf dem Wallmarkt verpulvert. Restlos. Tja, Pech. Aber hier gehe ich irgendwie in die falsche Richtung für beide Quests. Deswegen, das ist jetzt nicht so geil. Aber hier ist eine Kiste noch. Hey, die habe ich übersehen. Ein Mithril-Armreif. Naja, okay. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was leihen? Nee, ich leide dir bestimmt nichts. Hab Besseres zu tun. Willst du nicht der Bürgerwehr beitreten? Nein. An die Slums werde ich mich nie gewöhnen. Ist das hier? Aber hier gehe ich auch angeblich wieder davon weg, aber hier sind noch Kisten auf jeden Fall. Das heißt, hier war ich doch noch nicht, oder? Oder? Bin ich von hier aus etwa hier hingekommen? War das andere mit der Seitengasse doch eher richtiger? Ja, eigentlich sind wir von hier gekommen. Ich dachte, das wäre andersrum gewesen. Hier ändert sich ja auch die Musik und alles, deswegen. Aber welche Seitengasse war gemeint? Die ganze Nacht habe ich. Ich denke zu viel nach. Ist mein erstes Mal. Zielbereich. Schön. Ja, das ist der Zielbereich für die Kinder. Aber na gut, dann mache ich das erstmal mit den Kindern zu Ende, würde ich sagen. Und danach das mit den Kämpfen da. Ja. Da hinten geht's ja auch raus. Ja, sehr gut. Achtung. Cloud, wo willst du hin? Ich such doch nur. Klar wollen die runterfallen, sich was brechen. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Mhm. Aber eines der Kinder fehlt immer noch, oder? Ja, hier. Ich springe bis 10. Oh, Herr Soldat! Willst du dir die Geschichte etwa auch anhören?
Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia! Ich muss los! Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Na, siehst du. Perfekt. Du hast den Himmel gesehen? Ah, Aris. Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Hm. Gut zu wissen, aber wir wollen noch was anderes machen erstmal. Ist alles in Ordnung? Noch ja. Schaut doch, wie die Kinder das Haus mit den Blumen geschmückt haben. Mhm. So. Nicht nur Bilderbücher, sondern richtige Romane. Fräulein Furia erzählt total spannende Geschichten. Aber wenn sie wütend ist, macht sie mir Angst. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Der Krötenkönig hat sich ganz tief in unserem Geheimversteck verschanzt. Pass auf, er ist ziemlich fies. Och ja, das kriege ich aber hin, du. Das ist ja nicht so... Versprechen darf man nicht brechen. Ich werde mir diese Worte zu Herzen nehmen. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Hüpf, hüpf. Hüpf höher. So. Aber echt, der eine Quest nach der anderen hier. Da kommt mir gar nicht mehr zur Ruhe. So, Versteck war wo? Da. Dann mache ich das mal zuerst. Da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Und danach muss ich noch irgendwie diese komische Seitengasse finden, von der der eine Typ gesprochen hat. Wäre witzig, wenn das auch hier wäre, aber glaube ich nicht. Aber wer weiß. Ist ja eine Seitengasse hier. Von daher, hey. Ne? Hier gibt es ziemlich viele Monster. Du musst dir sicher keine Sorgen machen, Cloud. Aber sei trotzdem vorsichtig. Ja, ja, das weiß ich, ja. Mal sehen. Der redet auf jeden Fall wirklich wieder Kampfmusik. Wo ist denn hier dieser komische Froschkönig? Ist das nicht traurig? Wir müssen den Froschkönig töten. Oh nein. Ui. Ihr wieder. Bleibt zurück. Quatsch. Es ist vollbracht. Klar. Ja, dass diese blöden Igelflöhe auch immer wieder auftauchen, ey. Bleibt doch mal weg. Ihr seid doof. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe, ja? Genug. So. Na dann. Wahrscheinlich ist der Froschkönig wieder da, wo wir eben schon gekämpft haben, auf diesem Hauptplatz. Und keine große Sache. Bleib zurück.
Fällt mir im Traum nicht ein. Na warte. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Nein, ich wollte den anderen. Ach, verdammt. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ui. Okay. Stufe gestiegen. So, dann wollen wir noch mal schauen. Schon wieder nur ihr? Das ist aber komisch. Ich dachte, ich muss diesen komischen Froschkönig besiegen. Aber gut. Ah, da ist er ja! Du musst doch einen Ausweg geben. Ja. Mal sehen, bist du irgendwie anders oder so? Krötenkönig. Bam! Wirksam ist Eis. Der Anführer eines Igelflohschwarms. Dieser selbsternannte König trägt eine Spielzeugkrone, die er in den Slums gefunden hat. Er greift mit seinen Stacheln auf dem Rücken an und kann auch Magie wirken. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird er schockanfällig. Er wechselt zwischen dem Unterstützen seiner Kameraden und seiner eigenen Stärkung hin und her. Oje. Am effektivsten ist es, den Gegner anzugreifen, der gerade keine Stärkung erhält. Okay. Habe ich gerade Eis noch mit ihm? Nee, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Aber naja. Das war's dann. Jetzt oder nie. Und tschüss. Oh je. Verdammt, er war doch eben noch schockanfällig. Jetzt aber. Keine kommt. Mach was draus. Jetzt entscheiden wir es. Du hattest doch... Was? Oh. Auch gut, oje. Dann nicht. Bleiben wir im Rhythmus. Ziemlich schwach. Gute Arbeit. Cool. Und die anderen sind auch direkt mit verschwunden. Klar. Nice. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu! Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia! Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Ach, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Bye. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt. Und du darfst jetzt, weil du weißt schon, was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud.
Du hast den Hocker umgeworfen. Schäm dich, Kind. Und ich soll nochmal zum Geheimversteck? Okay. Was auch immer ich da jetzt machen kann oder darf. Ich würde auch gerne diese andere Quest noch machen. Heute kam eine Großlieferung Waschpulver herein. Ich meine, hier habe ich ja jetzt auch mein Radar, deswegen. Deswegen, wo ist diese Seitengasse, von der er gesprochen hat? Welche meint er? Wahrscheinlich aber jenige hier. Aber jetzt ist es hier anders. Ich muss wahrscheinlich dann doch hier... Obwohl, hier geht's auch wieder hoch. Welche Seitengasse hat der Kerl um alles in der Welt gemeint? Ich hab keine Ahnung. Oh, hallo Aeris. Oh, hallo Aeris. Oder ist es doch hier und es wird nur irgendwie komisch angezeigt? Oder für eine andere Quest? Das könnte ja auch sein. Ich weiß es nicht. Mal eben hier ein bisschen mich umgucken. Ach, aber hier geht's ja nur zum Bahnhof, ne? Stimmt, da war ja was. Oder? Das war heftig. Man sagt, der Wallmarkt. Keine Auffälligkeit. Vorsicht vor Ungeheuern. Der Reaktor brannte wirklich. Oder? Im Moment. Wo lang geht's nochmal zum Bahnhof? Doch, stimmt, hier ist der Bahnhof. Die andere Seite davon. Okay. Hm? Oh, wenn das nicht. Oh, eine Musik, die ich noch nicht kenne. Eine Musik. Eine Musik? Hier gibt's die besten salzig-süßen Fleischklößchen der Slums. Echt? Ich sehe keine. Hallo, ich möchte die Musik kaufen. Oh, der Automat ist auf jeden Fall kein Automat, oder zumindest ein kaputter Automat. Wo kann ich denn die Musik kaufen? Hallo. Bist du jemand, der gute Musik zu schätzen weiß? Ja. Ich habe nämlich ein paar Platten, über die ich einfach nicht loswerde. Hast du nicht vielleicht Interesse? Mein Logo. Descendant of Shinobi. Okay. Wie ist die Platte, die ich dir gegeben habe? Nicht schlecht. Und ich dachte, die würden weggehen wie warme Semmeln. Tja, hat eben nicht jeder den gleichen Musikgeschmack, hä? Wie ist die Platte, die ich dir gegeben habe? Ja, gut. Aber hier auf jeden Fall geht einer der Zähler runter. Deswegen... Mal unsere Fleischklößchen probieren. Ob ich doch hier richtig bin für die Quest? Warum auch immer der Zähler dann vorher mal kurz hochgegangen ist. Das verwirrt mich etwas. Ich will gerne diese komischen Viecher mal eben besiegen, wenn die jetzt wirklich sich hier rumtreiben. Auf jeden Fall bin ich ja angeblich jetzt hier im Zielbereich, deswegen... Ah, Wehrratten. Das ist mein Gott. Ja, klar. Es ist vollbracht! Jetzt bin ich ja eigentlich wieder zurück beim Dingens. Deswegen, ich hoffe, es ist trotzdem richtig, hier zu sein. Ah, fuck. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Was ist denn hier Schönes? Ach, hier waren wir doch schon. Sage ich doch. Es kommt mir doch alles sehr bekannt vor hier. Ich glaube, ich bin schon viel zu weit weg dafür. Hier sind irgendwelche anderen Sachen eher. Auch wenn ich angeblich hier irgendwie im Zielbereich bin, aber ich sehe diese Gegner nicht, die ich hier killen soll, deswegen ich bin echt stark verwirrt. Deswegen keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Dann muss ich sonst noch mal irgendwie vielleicht nachgucken oder so, wo diese Gegner sind. Und ich habe mich definitiv verlaufen. Yay!
Wahrscheinlich war Zielbereich für was ganz anderes gemeint, was ich schon erledigt habe oder sowas. Dass mir hier alle Quests nochmal angezeigt werden, könnte ich mir auch sonst zur Not vorstellen. Weil ich bin noch viel zu weit weg. Jedenfalls denke ich mir das. Obwohl, hier ist ja auch dieses... Ja? Dieses Ding hier, deswegen... Mit geheimer Warte mal. Steht hier nochmal was von der Karte? Andere Spielfunktionen? Genau, das war mir klar. Okay. Ach so. Sozialsoße. Randalierende Waffensysteme. Okay, ist aber irgendwie richtig. What the fuck? Wo sind die Gegner denn bitte? Zielbereich, ja schön und gut, aber. Hä? Wo genau? Ah, da ist der Zielbereich anscheinend. Genau, da. Der Mann behauptet, er wäre in der Seitengasse der Schuttabladezone von 5 Shinra-Waffensystemen angegriffen worden. Suche jede Ecke ab, einschließlich der Sackgassen oder Baustelle. Na toll. Dann ist es wirklich so weit weg. Das hätte ich ja jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber okay. Aber da geht der Zähler eher wieder hoch. Aber auf der Karte sah es aus, es wird ein bisschen nach da. Ist ja auch so. Also irgendwie ist der Zähler so ein bisschen kaputt. Ich richte mich da mal lieber nach der Karte. Die Kisten sind vor allem wieder da. Sind die vielleicht hier unten? Könnte sein. Ich musste ja so ziemlich nach rechts auf jeden Fall. Deswegen. Jetzt auf jeden Fall. Das ist eher oben, verdammt. Das will ich mal eben noch machen. Ich weiß, der Part hat schon etwas Überlänge, aber das will ich mal eben abschließen, weil sonst werde ich ein bisschen wahnsinnig hier. Das wurmt mich gerade extrem. Jetzt bin ich quasi zu weit. Was? Muss ich doch nach oben, weil es nach unten, weil es da irgendwie ist? Was? Da irgendwo, aber... ja, von hier aus komme ich auf jeden Fall nicht ran. Muss ich wohl doch nach unten. Verwirrend. Jetzt laufe ich aber in die völlig falsche Richtung. Das geht nicht. Aber da oben sind wieder neue Kisten. Die hole ich mir gerne noch. Aber wo genau diese komischen Viecher sein sollen, ist mir echt ein Riesenrätsel. Oder... Ach nein, warte! Ich habe doch diesen Schlüssel gekauft. Ist der hierfür vielleicht? Nee, schade. Vielleicht muss ich dann doch zuerst nochmal zum Geheimversteck eventuell. Vielleicht ist das ja hier hinter. Obwohl, nee, das ist nochmal was anderes. Weil
Weil da komme ich ja auch noch nicht hin. Da gab es ja auch noch eine ähnliche Tür auf jeden Fall. Hatte ich schon komplett wieder vergessen. Weil ich habe ja auch noch irgendwie diesen komischen Friedhofsschlüssel da von den Kindern bekommen. Und da laufe ich aber auch in die falsche Richtung. Das ist irgendwo eigentlich hier. Aber wo? Ich dachte, ich könnte es mal eben so schnell abschließen, aber irgendwie finde ich den Weg einfach zum Verrecken nicht. Weil das muss ja eigentlich hier sein. Aber jetzt laufe ich wieder angeblich daher weg. Aber vielleicht ist das auch nur für den Zielbereich. Und es ist doch hier irgendwo, weil hier ist ja auch so eine kleine Gasse. Und da könnten die sich ja rumtreiben, genau. Da seid ihr ja endlich. Ich glaube, ich habe euch noch nicht mal analysiert, deswegen kommt mal her. Auf Nummer sicher. So, durchdringendes Auge. Wind ist wirksam. Was ich gerade nicht ausgerüstet habe. Yay! Eine Monodrive-Subspezies, die bei der Explosion vom Makoreaktor 5 beträchtlichen Mengen an Makoenergie ausgesetzt war und infolgedessen mutiert ist. Sie ist mehr als doppelt so groß wie ihre gewöhnlichen Artgenossen und dementsprechend stark. Die Barriere, die ihn vor physischen Attacken schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Upsala. Mal gucken. Weil ich habe ja nun mal gerade windig ausgerüstet. Mal gucken, ob ich das auch so machen kann irgendwie dann. Dann übernimm. Ich leg los. Wirkungslos, wirkungslos, wirkungslos. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe gerade leider nur Feuer. Heiß, heiß, heiß! Ja, heiß, heiß, heiß! Erlös. Feuer frei! Ich meine, Feuer macht auch auf jeden Fall gut Schaden. Was? Das eine Auge ist jetzt gerade, glaube ich. Oh! Doch nicht geflohen, okay. Na, los! Na, warte. Friss! Feuer! Brenne! Alter! Wie ihr mir auf den Keks gerade einfach nur geht. Los, mach du auch nochmal. Und jetzt, bam. Feuer. Ha. Das war's dann. Sehr schön. Aber ich glaube, das war's noch nicht ganz, oder? Weil sonst würde doch angezeigt werden, ja, willst du zu ihm zurückkehren, bla bla. Aber Auftragsziel besiegt, hieß es ja. Aber anscheinend sind noch ein paar mehr in der Nähe. Oh je. Also, glaube ich. Aber von hier sind wir ja sowieso damals gekommen. Sind hier noch mehr irgendwo? Ich meine, ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg zurücklaufen, natürlich. Ich glaube, die sind eher da irgendwie da hinten. Da ist doch auch einer eben lang geflogen. Kann sein, dass er da entwischen wollte. Aber ich kann auch nochmal nachgucken. Vielleicht wurde es mir auch einfach noch nicht angezeigt hier. Wo war das jetzt eben? War das hier? Nee, Quatsch. Macht ja keinen Sinn eigentlich. Das sind nur die Sachen. Wie kam ich denn zu den Quests? War das nicht hier irgendwie?
Oh je. Ich fühle mich zum ersten Mal in diesem Spiel verloren. Was ist denn da los hier? Diese scheiß Quest. Sind hier unten jetzt vielleicht welche? Habt ihr euch dahin verzogen? Ich weiß es nicht. Okay, Leute, scheiß drauf. Ich beende jetzt hier den Part. Ich bin verzweifelt. Ich muss nachgucken, was hier eigentlich die Sache ist oder ob ich es jetzt doch schon erledigt habe. Obwohl ich natürlich nachgucken könnte. Ich kann ja nochmal zurückgehen, aber das ist ja auch ein, naja, mehr oder weniger weiter Weg zumindest. Deswegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich alle besiegt habe oder nicht, weil es waren ja jetzt nur 2 oder 3, die ich besiegt habe. Ich glaube sogar nur 2. Und ich glaube, es waren ja 5, die ich insgesamt besiegen muss. Deswegen, die könnten noch weiter verstreut sein. Und ich kann mich auch nur an diese Quest erinnern. Auf jeden Fall ist sie mega nervig. Naja, egal. Wir haben wenigstens ein paar gefunden und ich hoffe, dass wir im nächsten Part noch mehr finden werden. Ich wollte es jetzt eigentlich noch abschließen in diesem Part, aber das hat ja vorne und hinten nicht funktioniert. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich mehr Erfolg mit diesen scheiß Viechern haben. Und vorher sollte ich Wind ausrüsten vielleicht auch, ne? Dann auf jeden Fall macht's gut, bis zum nächsten Part und macht euch noch einen schönen Tag. Bye, bye!